Die Hälfte aller Autounfälle könnte vermieden werden. Moderne Fahrerassistenzsysteme und aktives Verkehrsmanagement könnten dafür sorgen, dass jeder zweite Unfall nicht passieren würde. Volkswagen hat im Rahmen des europäischen Forschungsprojektes InterSafe 2 diese Assistenten entwickelt, die Leben retten können. Aus der Datenrecherche sind 5 wichtige Szenarien herausgekommen, die sich die Volkswagen-Konzernforschung vorgenommen hat. Das ist zum einen das Rechtsabbiegen. Heißt, dass man möglicherweise in einen Konflikt gerät mit einem Verkehrsteilnehmer auf dem Radfahrweg. Das Linksabbiegen ist eine zweite Funktion. Dort hat man möglicherweise einen Konflikt mit dem entgegenkommenden Verkehr. Wenn man eine Kreuzung überfährt, hat man eine dritte Möglichkeit, in einen Konflikt zu geraten. Diese 3 Funktionen werden dargestellt. Außerdem wird noch gewarnt vor dem Überfahren eines Rotlichts an der Ampel. Einem Nichthalten an einer Stopplinie. Das sind 5 Funktionen, die wir extrahiert haben und die wir besonders wichtig erachten. Technisch wird es umgesetzt, indem in dem Fahrzeug verschiedene Sensoren angebracht sind, zum Beispiel Stereokameras, Radarsensoren und Lasersensoren. Und diese nehmen das Umfeld wahr, die erkennen die Objekte um das Fahrzeug herum. Und wenn beispielsweise an einer Häuserecke etwas sich hinter der Häuserecke abspielt, also nicht sichtbar ist für den Fahrer und nicht für das Fahrzeug sichtbar ist, dann kommunizieren wir mit der Infrastrukturseite. An der Kreuzung sind Sensoren installiert, die ebenfalls wahrnehmen, ob Verkehrsteilnehmer sich im Kreuzungsbereich aufhalten. Und sollte dies der Fall sein und sollten die auf Kollisionskurs mit unserem Fahrzeug sein, wird das in unser Fahrzeug übertragen und so der Fahrer frühzeitig gewarnt. Die Technik ist derzeit noch nicht serienreif. Schließlich beanspruchen die dafür nötigen Rechner nahezu noch den gesamten Kofferraum. Aber dass bald dafür kaum noch Platz beansprucht wird, gilt als sicher. Schließlich waren die ersten Computer auch so groß wie eine Doppelgarage.